Wir respektieren die Entscheidung des CAS vollkommen. Wir müssen die Entscheidung akzeptieren. Ich denke, dass die Entscheidung noch einmal unterstreicht, jeden Fall individuell zu beurteilen. Wir folgen den Anweisungen des CAS. Das ist das, was wir tun sollten und tun werden. Wir überprüfen jeden Medaillengewinner und jeden der Top 5. Nur so können wir Vertrauen haben, dass diese Athleten sauber sind, wenn sie am Wettkampf teilnehmen. Alles geschieht im Rahmen unserer wissenschaftlichen Möglichkeiten, aber du kannst ja nie absolut sicher sein. Unsere Nachricht ist: Vorsicht, du wirst womöglich geschnappt. Wir alle, die für saubere Athleten und gegen Doping im Sport kämpfen, waren schockiert vom McLaren-Report. Wir fühlten uns auf so viele Arten verraten von dem, was in Sochi passiert ist. Die Untersuchung läuft noch und ich denke, wir werden noch mehr Details erfahren. Wir müssen alles tun, dass so etwas in Zukunft nicht noch einmal passiert.